Was geht ab, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Close to the Sun. Wir begeben uns jetzt ins Theater auf der Suche nach dem Notizbuch von unserer Schwester Ada. Ich hoffe, der Mann mit der Klinge, ich sehe jetzt nicht so vertreten. Das wäre nämlich schön. What the fuck? Macbeth. Bei William Shakespeare. Der Tod eines Königs. You are here. Super. Frankenstein. Das Monster, das die Welt terrorisierte. Based on a novel by Mary Shelley. Oder Shelley. Basierend auf dem Buch. Oh, eine Fluppe jetzt. Erstmal wieder reinkommen hier. Moby Dick. Alle Klassiker, ne? Michael Green. World Famous Concert Pianist. Aha. Wo du fragst jetzt Ludovica Petronova. Hört sich sehr russisch an. Oder polnisch, könnte es auch sein. Hier ist die Zugstation, da kommt bestimmt gleich der Mann mit der Klinge. Ich glaube. Ah, ich habe die Dinger noch ein bisschen zu hell. Die blenden mich so krass. Machen wir mal so. Und das hier auch ein klein wenig so. So. Die Monster der Zeit haben uns ja schon angegriffen. Ballett. Ah, hier umgucken. Oh, eine Bar. Die brauche ich. Bubas. Bubas in Chat. Sehr verstörende. Da ist er wieder. Kann ich da irgendwas anklicken? Nee, ne? Nope. Das Zeichen, das irgendwer malte, doch niemand nutzte. Ich glaube, das sind die Zeichen der. Wie heißen die hier? Der Edison-Spione. Oder der Zeitwanderer. Eins von beiden. Vielleicht gibt es mehrere Leute, die in der Zeit wandern. The Curse of Empire. Der Fluch des. Was heißt nochmal Empire? Nicht Reich, oder? Der Fluch des Reiches oder des. Könnte sein. Empire. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Sofort. Noch einmal schauen, ob hier irgendwas liegt. Zettel, Bücher, Poster. War bestimmt. Der Fluch des Römischen Reiches. So, nach dem Motto. What? For my. Was ist da, Gatli? Oh, kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen, die Schreibschrift da. Vielleicht gently. Das könnte sein, gently. Nee. Das ist ein J. G, H. Oder, ah. Nee, greatly auch nicht. Keine Ahnung. Victor Hugo. Dies, Frau Adler, ist das Grand Theater der Helios. Wow,
Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Ach, da steht sogar nochmal. Für meinen größten Fan Thomas, mach es gut. Doch, für mein Greatest. Greatest. Ah, dann war das ein S, kein J. Ah. Aha. Und er hat die anderen zwei ausradiert. Boah. Dann schauen wir mal, ob Ada ihr Notizbuch in ihrem privaten Balkon versteckt hat. Balkon. Oder Balkon. Mann. Signierte El Petronova Freier. Eine solche Ehre an Bord der Hilliers aufzutreten. Achso, eine solche Ehre an Bord der Hilliers aufzutreten. Vielen Dank, Ludovica. Kuss. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Vielleicht können wir jetzt ihren Leichnam live sehen. Oh nein, dieses blaue Zeug wieder, oder? Okay. Da kann ich entlang und hier? Natürlich nicht. Oh, nicht fallen. Ein bisschen zu vorhersehbar. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihre Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Ist das? S.O. Rail. Ich will mal die Gespräche auslaufen lassen, bevor ich da irgendwas unterbreche wegen irgendeiner... Mit irgendeiner Interaktion. Ivanov. Elevator Keycard. Die gibt es hier nicht. Was hat denn... Oh. Der Ivanov hat sich einen Kuchen gegönnt. Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch. Heute hat Michael unsere Bierflasche vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das nochmal macht, drehe ich ihm auf dem Hals, bis seine Luftröhre so verstopft ist wie die verfickten Toiletten auf der Helios. Er ist trotzdem ein netter Kerl und riecht gut. Nach Lavendel und Fisch. Er hat aber ein sehr cholerisches Verhalten. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Nicht nach unten sehen. Auch nicht ins Licht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Zack. Oh, hier hatte man eine nette Aussicht. Wobei, da vorne die Sitze fände ich besser. Da, wo der Tote liegt.
Also, wenn man noch lebendig ist, war der besser, ne? Oder überlebt hätte. Hallo? Ich habe immer Angst, dass der Mann mit dem Messer kommt. Der Messermann. Signierter Steinitz-Flyer. Frau Archer hatte Glück. Steinitz. Na, hat er dich beim Schlag geschlagen? Hat sie dich beim Schlag geschlagen? Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Ich wollte sagen, hat sie dich beim Schach geschlagen? So. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung. Unter dem Sitz schon mal nicht. Hier nicht. What the fuck is this? Hier nicht. Oh, komm schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Das ist die Ada aus der Vergangenheit, die mit uns redet. Oder aus der Zukunft. Welche Ada auch immer. Hallo? So. Oh, es hat draußen am Schneien. Geil! Kann gar nicht genug schneien. Ich verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier und würde mich anleiten. Vielleicht ist sie das, nur in einem anderen Zeitraum. Da steht doch einer, oder? Ah, ne, doch nicht. Wieder dieser grauenhafte Nebel. Und Blut ohne Ende. Noch mehr von Teslas wahnsinnigen Erfindungen. In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwelche Schritte gehört. Ich guck mich hier mal in Ruhe um. Hallo? Die ganzen Toten hier. Die sehen sehr vertrauenswürdig aus. Oh, mit Fliegen. Lecker Schmecker. Der hat es auch schon vorher hinter sich.
Ist was? Oh. Na, ich dachte, da wäre ein Flyer. Hier in der Ecke ist auch nichts. Drüber springen geht auch nicht. Kann ich hier so ein Instrument spielen? Oh, guck dir ihn an. Ah, ich bin beim Blasen gestorben. Beim Blasen meines Instrumentes. Signierter F. Fabrier Flyer. Für die reizende Lucy an Bord der Helios in Dankbarkeit F. Fabrier. Der große Fabrier. Schicker Schnurrbart. Fabrier, sorry. Ah, natürlich. So. Und du kannst es spielen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da für Noten sind. Ich blick da gar nichts. Bühnenmitte. Ein Schwert. Würde ich mich verstecken, wenn ich ein super geheimes Forschungsnotizbuch wäre? In einem der Töpfe. Vielleicht da in der Luke. Lucky Luke. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hier hinter? Nichts. Da gucke ich sofort rein. Ich gucke erstmal hier hinter. Aber hier ist nur Dunkelheit. Und sonst nichts. Ein paar Requisiten, aber... Aha. Was passt zu Ada? Ah, wie Ada. Holy shit! Ja, ich wollte gerade sagen, warte. Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? Ich habe dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Es ist alles deine Schuld. Was für ein Maskenball? Jump! Ey! Ey, das ist voll unfair. Ich habe die falsche Interaktionstaste gedrückt. Jetzt will ich hier lang gehen. Okay, jetzt aber. Ich habe Leertaste gedrückt. Slow? Ja, Salami, verpiss dich. Fast. Fast heißt rennen, oder? Let's go. Wo? Es ist alles deine Schuld. Ich hab gar nichts getan. Hey, ich geh slow. She was here before. Ich bin aber doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trollololol.
Like him. The fuck ist denn mit ihm, Alter? Hey. Oh, es ist hell. Damn! Oder hat er vielleicht alle gekillt? Weil er immer wieder Rose in denen gesehen hat. Hier komme ich wieder zu Fast, ne? The fuck, wo bin ich hier? Ich gehe hier durch. Ha! Ach du Scheiße, er hat mich vor dem scheiß Schatten erschrocken. Ist er das? Sitzt er da? Warum ist er so wütend? She was here before. She is here now. Hallo? Das heißt, vielleicht bin ich in einer anderen Zeitschleife da lang gelaufen und jetzt gehe ich hier lang. Vielleicht merkt er sich die Zeitschleifen. Digga, ich bin so verwirrt, ne? Ich weiß selber nicht, was ich rede. Weiß nicht mehr, ob das Sinn ergibt, was ich da versage. Hier komme ich nicht durch, ne? Aber hier. Weiß nicht, wovor ich mehr Angst haben soll. Vor dem, was vor mir liegt oder vor dem, was hinter mir liegt. Oder sein könnte. Warum? What? Aber ich war dort durchgelaufen. Okay, ich kann meine Maus nicht bewegen. Maus! Hallo! Ich will gerade nicht. Was ist hier schon wieder los? Alter, ich kann die Maus nicht. Siehst du das? Hallo? Ich will doch nur meine Maus haben. Die reagiert nicht. WTF? Ich komme sofort wieder, wenn es weitergeht hier. So, jetzt geht's wieder hier. Ja. Hoffentlich. Weiß nur nicht, wo lang. Kollektives Leid endet heute. Ich hab doch alles getan, Junge. Brenne, Ludwig. Ha ha ha.
Das war Ludwig. Hoch ist keine Option, ne? Ne, dann also runter. Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen, also ein Problem weniger. Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Ja? Klar. Ich soll Bescheid sagen, sobald sie blinken. Na, wo ist das hier? So, das passt besser, oder? Mach mal so. Oh. Gut. Dieser Weg sei es dann nicht. Was ist denn hier drin? Der, ich wollte gerade sagen, einbeinige Joey, aber den hat's zu dem nullbeinigen Joey verwandelt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Oh ja, okay, ich muss den Strom hier ausschalten, damit ich hier keinen Elektroschlag bekomme. Boah, ich sehe gefühlt gar nichts, ne? Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Und da ist wieder dieses Symbol. Ich würde gerne wissen, was es mit dem Symbol auf sich hat. Hoffentlich klärt sich das auch. Oh, shit! Verdammt. Was ist los? Da ist... widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige. Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ach, das geht doch noch. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. Ich sollte mich lieber umdrehen, oder? Okay. Kapitel 7, der Zwist der Iris. Ich muss etwas gestehen. Ja? Ich hab dir erzählt, ich hätte eine Familie, aber das stimmt nicht. Das war eine Lüge. Ich bin ein Lügner, Rose. Es tut mir leid. Schon okay, Aubrey. Ich bin froh, das zu hören, denn ich fürchte, du hast noch einiges vor dir, um auf meine Seite der Maschinenhalle zu gelangen. Natürlich habe ich das. Was für eine Überraschung. Wo muss ich lang? Geh in die Maschinenhalle vor Ort. Du musst deinen Weg auf die andere Seite der... Scheiße! Stromkupplungen, Benny!
Hey, Rose, ich muss mich mal eben kümmern. Moment, bin im Handumdrehen zurück. Mach bloß nicht. Was nicht machen? Aubrey? Aubrey! Na toll. So viele Leichen hier unten. Oh nein, ihr macht bloß keine Türen auf, oder? Bestimmt hier. Ich mach alle Türen auf. Da hoch komme ich nicht, ne? Mal nur so als... nur Entry. Nee. Das... wird nix. So, ich versuche hier immer so ein bisschen... passend das Licht zu machen. Warum? Will ich wissen, warum? Ich glaube ja nicht, oder? Ich will nicht wissen, warum. Ich will schon wissen, warum eigentlich. Doch. Ach, hier geht immer der Strom wieder aus. Na super. Das ist ja fantastisch, sag ich nur. Fantastisch. Machen wir lieber so. Oder? Nee. So. Ah, das geht nicht. Schmutz. Hab sofort. So. The heck are you? Bevor ich da dran gehe, gucke ich erstmal. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir... okay, da muss ich wahrscheinlich erstmal den Strom für ausstellen da unten, ne? Gut. Einfach fallen lassen. Hier ist nichts. Nope. Das ist die Leiter. Da ist auch nichts. Diese Arbeit kann ich nicht verrichten. Ah, der spielt Gedärmeheb auf. Prüfungsurteil durchgefallen. Anmerkung des Kontrolleurs, wie diese Stromkupplungen noch funktionieren können, ist mir ein Rätsel. Schauen Sie sich das selbst an. Das Einzige, was Sie noch zusammenhält, ist Rost und Staub, und das ist nicht der gruseligste Teil. Wissen Sie, was passiert, wenn die Teile versagen? Erstens würde das D12-Panel überladen, sodass der automatische Druckausgleich keine aktualisierten Werte mehr erhält. Normalerweise wird dies dazu führen, dass der Hitzeschutzschalter auslösend eine Eskalation der Situation verhindert. Da jedoch der Hitzeschutzschalter komplett fehlt, wird das nicht passieren. Das Ergebnis wäre ein massiver Druckabbau in den Entlastungsbehältern, der zu einem Grad C-Plus-Explosion führen würde, bei der mit 4 bis 10 Opfern je nach Schicht zu rechnen wäre. Wenn Sie mit Menschenleben spielen wollen, haben Sie zumindest den Anschein, dies offen zu sagen. Arschlöcher. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeiten. Aubrey, du warst also hier. Dieses Zeichen schon wieder. What the... einfach random da runtergefallen. Okay. Kann ja mal Licht angehen? Man sieht ja auch nichts da.
Aber hier geht's auch nicht weiter, ne? Hier falle ich nur wieder runter. Oder geht das auch aus, wenn der Strom ausgeht? Die Blitze da. Ey, die bleiben an. Aber hier auch nicht, ne? Hier ist auch nichts. Die Leiter funktioniert nicht. Vielleicht dahinter. Ah doch, die gehen aus. Okay. Das sieht bleiben auch an. Sah gerade so aus erst, ne? Okay, die gehen aus. Okay, my time to shine. So, da bin ich durch. Gegen die Stromausfälle tun? Ich dachte, du überwachst diesen Bereich. Es gibt da ein kleines Problemchen mit der großen elektromagnetischen Verteilerspule. Sie scheint zu pulsieren. Das sagt mir gar nichts, Aubrey. Drück dich einfacher aus. Ach, Rosie, wir generieren den Strom aus der Zeit. Dieser Scheiß ist kompliziert, okay? Versuch einfach weiterzukommen und stirb nicht. Nicht sterben. Oh, großartiger Plan, Aubrey. Deine beste Arbeit bislang. Hörst du das, Benny? Rose wird zickig. Ich dachte, du wärst Wissenschaftler, mein Freund. Komm doch mal mit neuen Fakten um die Ecke. Vor allem nicht sterben. Gerade eben einfach random runtergefallen. Ja, tot. Ah, oh, du Scheiße. Ja. So. Ein Schritt nach dem anderen. Ludwig ist tot. Achso, ich hätte einfach hier außen rumgehen können. Ja, lol. Naja. Ne, what the fuck? Ja, unser Anführer! Höhe die Gewerkschaften, also. Gut. Man hat ja alle so weiße Augen. Das lief nicht so gut. So, was ist hier los? High Voltage. Das lese ich gerne. High Voltage ist immer gut. Da kenne ich mich wieder aus. Zack. Ne, raus hier. An die Bude hier. Ach, oben natürlich. Zack. Ab. Ja. Leitern, mein bester Freund.
Wieder so ein Stromding. Ja. So, hier runter. Zack. Was geht hier? Hier geht gar nichts. Der ist auch uninteressant. Da ist auch nichts. Ich trau mich nicht. Ich habe mich legit nicht getraut. War schon so nah dran. Jetzt aber. Geh rüber! Schnell weg hier. Rose, bist du da? Rose? Ja, ich bin noch da, Aubrey. Ich hab's durch die Maschinenhalle geschafft. Was jetzt? Vor dir befindet sich die Steuerung für die Hydraulik und den Druck. Die Verteilerspule bringt die Lagertanks zum Kochen. Du musst also den Druck reduzieren, um die Sicherheitstüren öffnen zu können. Such die Druckventile, Rose. Wenn du daran drehst, sollte sich der Druck verringern. Okay, Ventile finden und Druck verringern. Verstanden. Du machst das toll, Rose. Du bist fast hier. Okay, bin gleich wieder da. Ach, mein Gott, Alter. Da wandert aber auch immer irgendwer durchs Bild, ne? Das ist einfach so ein... Obwohl, ich glaube, hier... passt mir das hier. The fuck? Was ist denn das? Ich sehe Dinge. Die sollten so nicht sein. Ah, vielleicht passt das hier doch besser. Ist das ein Druckgedöns? Ja, ne? High Pressure Pipe. Was? Robert. Achso, ich muss also finden. Irgendwo muss ich eine Anleitung finden und dann wahrscheinlich gucken, auf was die eingestellt waren, ne? Oh, er ist gut. Guter Arbeiter. Top. Bleibt einfach da hängen. Sorry. Boah. Voll gegen das Mikro gekommen. I came. Joel. Verdient, Billy. Verdient. Aubrey. Jahre voller. Aubrey. Mehr tot. Ja, hier finde ich wahrscheinlich heraus. Ach du Scheiße, werde ich mir niemals alles merken können. Wenn es soweit ist. Guard our secrets. Bin ich denn hier? Ein Druckventilrad. Oder muss ich einfach alle aktivieren? Ich hatte mal gehofft, hier irgendwie auf so einen Zettel oder so, damit ich weiß, auf was ich hier alles einstellen muss. Was ist das denn? Jetzt habe ich das da, aber... habe immer noch keine Ahnung, auf was ich hier alles einstellen muss. Da liegt noch so ein Ding. Nicola wird. Aubrey. Held des Tages, Benny. Dein Funk. Held. Aubrey.
Okay, da kam ich rein. Hier ist das. Steht hier irgendwas, auf was das stehen muss? Nö. Gut, dann stelle ich das jetzt erstmal auf. Woher soll ich denn so random wissen, auf was ich das stellen muss? Oder Leute, das... Aber hier ist auch nichts, ne? Kein Zettel, kein nichts. Ach da, aha, guck mal hier. So, in besonderen Maßen durchgefallen. Wow, die Art und Weise, wie ihr mich weiterhin enttäuscht, ist wirklich atemberaubend. Die CAP-Übertragungskabel dürfen nicht an das Stromsteuerungssystem angeschlossen werden. Nur weil die Kabel passen, heißt das nicht, dass ihr sie dort verbinden sollt. Die beiden Systeme arbeiten mit völlig unterschiedlichen Frequenzen, was bedeutet, dass alle seit der letzten Inspektion gesammelten Leistungsmesswerte nutzlos sind, da die Werte beeinträchtigt wurden. Wie zum Teufel sollen wir die Helios effektiv am Laufen halten, wenn ihr es verkackt, korrekte Messergebnisse bereitzustellen? Verpflichtende Schulung zum Thema System und Verkabelung am Dienstag 21 Uhr. Die Schulung endet erst dann, wenn jeder von euch sämtliche Details im Schlaf beherrscht. Aubrey King. Na gut, das haben wir doch nicht weitergeholfen, ne? Ach, komm schon. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Wo ist denn nochmal der Anfang? Vielleicht habe ich hier irgendwie was. Robert. Aber da ist auch kein Brief dran, ne? Oder so? Der Stuhl umgeworfen, aber der bringt mir auch nichts. Das ist auf null. Hier ist auch nichts. Das hier. Kann ich nur auf 5 machen oder 0? Ich weiß noch nicht, was richtig ist. Steht auch auf 0. Übersehe ich hier irgendwas? Da ist nur der Zettel. Ich mache die jetzt mal alle auf 5. Hier hängt ja auch kein Zettel, nichts. Warte, jetzt ist der auch auf 5. Und der auch.